Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar die Tinboxen. Die Tinboxen sind immer ein Riesen-Highlight des Jahres und natürlich auch dieses Jahr wieder. Und hier ist das Ganze dieses Mal im Silber. In Silber natürlich sehr hübsch. Wie letztes Jahr ja Gold, daher passt hier so silbrig. Sehr, sehr schön, sieht sehr gut aus. Yugi Kalber, klassisch, muss man haben. Aber wir müssen mal darauf eingehen, denn wir haben hier an den Seiten auch Karten bereits, die hier drin sein können, beziehungsweise drin sein sind, also nicht garantiert, aber ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir einmal Brawling Wissen dran, Tunkönigreich, Dunkles Magiermädchen, XY, die Gadgets, gefühlte Korribo. Dann haben wir hier, ich weiß den Namen gerade nicht, aber hier haben wir Sternschaft drauf, Fusion, Assault, Utopia, Baumuchak, Phantom Knights, auch interessant, Speedroid, und dann haben wir hier noch den Prankra, Savage, und das war's dann, und dann haben wir das Ganze. Hier, wie immer, sind drei Packs drinnen. Und wir haben eine Menge Karten, die hier bereits angekündigt worden sind. Eine Menge, Menge, Menge Karten. Wir haben unten dran. Kleine Ritterin. Super gut. Die schwarze Hexe. Sehr gut. Aber auch Chimäre, was mir natürlich sehr gefällt. Und was auch sehr nice ist hier drin ist, hier gibt es Karten drin in alternativen Artwork. Bedeutet also, wir haben hier Karten, wie zum Beispiel das Magiermädchen, im neuen Artwork. Und da sind wir gespannt. Vielleicht ziehen wir das Ganze, ja. Und wir öffnen das Ganze. Achso, genau. Erstmal natürlich noch kleine Überraschung. Ihr seht die ganze Zeit eine Tin. Aber wir haben zwei. Das heißt, wir öffnen natürlich beide hier. So, wir machen das auf. Und wie immer öffnen wir es. Oh, auch in Silber. Das passt natürlich. Sehr schön. Wie gesagt, letztes Jahr Gold. Jetzt Silber. Und wie immer, Leute. Nein, nichts drin. Aber irgendwann, ich sag's euch, irgendwann habe ich damit recht. Irgendwann wird darunter etwas sein. Heute nicht. Egal. Wir zoomen hier weiter ran und sind jetzt beim Megapack. Natürlich drei Stück, wie immer. Und wie immer sind hier Kamen, Ultra Rare, ja, wie gesagt, Prismatic Secret Rare sind hier drin. Und ich glaube, jede Reihe hier, also Ultra Rare auch, Super Rare auch. Aber wir gehen einfach. Oh, wir haben direkt eine Prismatic. Let's go. Egal. Wir fangen an mit Kashira Urknall. Was ich noch erwähnen muss, das habe ich ja wie immer am Anfang jetzt nicht ganz erwähnt. Und zwar, ich kenne nicht alle Karten, außer die Karten, die auf der Box drauf sind. Aber sonst kenne ich nichts groß drin ist. Also ich kenne auch so halt 10 andere Karten, zum Beispiel auch Big Welcome oder ähnliches kann hier drin. Disparte kann hier drin sein. Also gute Karten definitiv. Aber natürlich kennen wir nicht alle Karten und da bin ich sehr gespannt, was hier drin sein wird. Auch unter anderem Chaos Angel kann hier drin sein. Und ich bin sehr gespannt. Was haben wir hier? Ultra. Okay, wir fangen mit Super an. Wir gehen direkt mit Ultra Rare rein. Und Manadium. Manadium hat ja allgemein eben sehr viele neue Karten bekommen. Notfall. Notfall, ja. Ich weiß gar nicht, ob Notfall in den anderen Set drin war. Jetzt auf jeden Fall hier drin, das ist sicher. Dann haben wir. Interessant. Interessant, interessant. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir Fusionsbewaffnung. Oh, Flammenschwertkarten sind ja auch drin. Sind ja rausgekommen, ne? Ja, Flammenschwertkämpfer hat quasi ein eigener Archetype inzwischen. Da haben wir hier noch neue Karten zu. Und Baumuchak, let's go. Direkt eins der, naja, ich nenne es jetzt mal Cover, weil es auf dem Cover drauf ist. Baumuchak sieht sehr hübsch aus. Und dann haben wir Chaosungeheuer. Wie kommt... Wie kommt der her? Dann haben wir noch gigantische Donnerkreuz. Und dann haben wir noch Eisenschrott, heilige Vogelscheuche. Heilige Statue. Nicht Vogelscheuche, ist nur Statue. Keine Scheuche. So, weg hier. Und, wir müssen uns nochmal angucken hier. Ja, das ist so schön, dass die Kamera das nicht möchte. So. Ja, Leute. Also, der Klassiker hier wieder. So. Jetzt rein ins nächste Pack. Bin gespannt, was wir haben. Und Wir haben immer eine garantierte, ne? Sehr hübsch. Das gefällt mir natürlich. Gefällt mir natürlich. So, Metallanfänger. Ein paar Asse. Ja, die Karte kennen wir. Die war, glaube ich, letztes Mal auch eine Kamin. Spiegel der Unterwelt. Samurai. Und, Blackwing is in the house. Blackwing ist da. Blackwing gefällt mir. Blackwing nehme ich mit. Und was haben wir noch? Mikanko. Mikanko ebenfalls hier drin. Dann haben wir Manadium und Jubel. Jubel. Oh, hübsch. Wunderschönes Secret Rare. Oh, sehr schönes Upgrade. Und, der grüne Gadget hier. Natürlich mit dem Lo hier drin. Oh, sehr hübsch, sehr hübsch. Und was haben wir noch? Er ist auch hier drin. Werder, Lokasama und Manadium. Und ich muss jetzt hier mal rausnehmen. Jubel. Sehr hübsch, sehr hübsch. Jubel. Gefällt mir natürlich. Ich bin ja ein kleiner Jubel-Liebhaber. Ein bisschen auch dank euch. Dann haben wir hier weiter. Hydra. Panzer. Kern des Chaos. Kleiner Streit. Und, da fangen wir an. Der Sternengleicher Ritter. Ja, auch hier drin. Sehr gut. Eindämm.
Na, wir kriegen von Rescuers, so ein Rettungsass, hier alle Karten nochmal. Und, oh, Vermögen, oh, sieht sehr hübsch aus. Sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen. Und, Centurion, Centurion, auch drin. Und, Exodia ist hier drin. Exodia! Ja, okay, jetzt haben wir nur einen Arm. Na doch, jetzt haben wir einen Arm. Da fehlt uns dann der Rest natürlich. Dann haben wir hier Mikanko, neue Grenze und Zerstörung. Und das sind jetzt, ja, ne, so schnell kann es gehen. So schnell sind immer drei Packs weg. Gehen immer schneller, als man denkt. Upsala. Für mich jetzt aktuell, für mich persönlich, hier diese drei Highlights. Oh, ja, sehr schön. Ich muss sagen, bisher, ich glaube, Baumcha gefällt mir am besten. Und ja, Jubel ist auch sehr, sehr hübsch. Egal. Eine Tinbox ist vorbei, Leute. Aber was besser als eine Tinbox? Richtig, zwei Tinboxen. Dementsprechend, ja. Öffnen ist gar nicht so einfach. Öffnen wir das Ganze auch. Die zweite wird geöffnet. Wir wollen unten nicht reingucken. Wir wissen, dass da nichts drunter ist. Drei Packs. Wir fangen wieder an mit Nummer 1. Ah, bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, es gibt ja eigentlich so viel, was ich gerne hätte hier drin. Gierdose ist ja auch drin. Okay, Schreckensklaue, Chaos und verbannte Fallgrube. Beim Fallgruben muss ich sagen, Fallgruben sind ja Karten, die generell eher etwas älter sind. Also klar, ne, die ist ein bisschen neuer, aber jetzt zum Beispiel bodenlose Fallgrube ist ja eine sehr alte Karte. Aber eine bodenlose Fallgrube kann selbst im modernen Yu-Gi-Oh! Manchmal ziemlich überraschend kommen, finde ich. Also das Manadium nochmal. Dann haben wir hier, Magieschlüssel, Gottheit und Feuerroter Drache. Ist natürlich hier auch am Start. Selbst, und was haben wir hier? Ich wollte mich gerade freuen, dass ich den zweiten Arm habe. Nee, okay, zweimal links. Aber ich bin ja auch Linkshänder, von daher passt das natürlich. Dann haben wir Meteorsturz, Werner nochmal, Vorhut und Magnumut. Ja gut, dann bin ich halt ein doppelter Linkshänder jetzt hier. Feuerroter Drache, der muss natürlich hier rausgelegt werden. Oh Leute, ich muss nochmal erwähnen, ich liebe diesen Secret Rare Effekt. Ich liebe diesen Secret Rare Effekt. Ich liebe ihn einfach. Habe ich schon gesagt, ich liebe? Ich liebe ihn. Sehr schön. So, jetzt hier. Komplett zerrissen. Weiter geht's. Oh, super stark Samurai. Gefühlt bin ich da der Master dran gekommen. Jurassic Stärke. X-Angleichung. 100. Und, Utopia. Hier als Spielfeldzauberkarte. Melfi! Oh ja! Das waren Zeiten mit Sprite und Melfi. Dann haben wir. Gesundheit, genau. Da habe ich ein bisschen versprochen. Den Meteor. Wir lassen es. Der Dinosaurier ist da. Oh, Flammenbergdrache. Auch hier drin. Interessant. Hier in Secret Rare. Und was hier auch drin ist, ist. Oh, Nummer 15. Marionette. Auch interessant. Eine Karte, die ich nicht wusste, dass sie hier drin sein kann. Aber die nehmen wir natürlich definitiv mit. So, jetzt haben wir hier. Ja, und das letzte Pack. Last Pack. Mal sehen. Also, wir müssen ja mal wieder sagen, was wollen wir gerne ziehen. Und ich glaube, ich würde dreiköpfigen Drachen. Da begehe ich jetzt mit. Dreiköpfigen Drachen möchte ich gerne haben. Und wir haben, Rettungsass, Flugheber. Ultra gute Karte natürlich. Dann haben wir Dinomorphia. Ich glaube, Dinomorphia hat inzwischen jetzt auch alle Karten. Dann haben wir Tränenklage. Tränenklage, ne? Das erweckt Erinnerung. Und wieder ein Meteorsaurier. Wir sprechen so vorsichtig so aus. Und jetzt haben wir die. Zeugen! Also, man denkt ja immer, das ist der gleiche, aber natürlich sind das zwei verschiedene Karten. Zeugen haben wir hier und Heilige, Chaosungeheuer und das. So, Leute, jetzt gehen wir hier nochmal durch. Und wir haben hier. Warte, das sind die Secrets. Und das sind sie. So, dann haben wir hier das Ganze nochmal. Ah ja, also ich muss sagen, ich mag hier, wie gesagt, diesen Secret Rare Effekt. Der ist so schön. Erinnert mich ein bisschen immer an den Speedway-Karten, ne? Da ist der Secret Rare Effekt auch krass. Hier natürlich ist natürlich klar, ist eine Quarter. Von daher sehr hübsch. Hier auch nochmal und dann jetzt hier auch nochmal. Und dann kommen wir jetzt zu den Secrets. Und wie gesagt, ich mag einfach den Secret Rare Effekt. Definitiv. Ja, Leute, aber das war hier das Opening von den zwei Tins. Ich denke mal, lässt sich sehen. Vielen Dank an Konami, dass ich das Ganze früher öffnen darf. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Die Kamera gefällt es jetzt auch. Und ich würde dann sagen, es bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt natürlich, wie immer, einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.